Und damit ein Hallihallöchen und herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hier auf der Arsche mit den Starange. Hallo. Mich hat der Händler angerufen. Wir hatten vor ungefähr 2 Wochen haben wir ein Gerät bestellt, ne? Kommt das hin? Bei 2,5 Wochen circa. Händler hat mich angerufen. Gerät ist da. Komm holen. Steht mir im Weg. Habe ich auch nur gedacht, du Blödschkopf. Hätte auch schneller da sein können, wäre auch schneller weg gewesen. Ja, so sehe ich dann auch, oder? Ja. Ja, dann fahren wir das mal holen jetzt hier ganz geschmeidig. Ja. So. Ja. Unser Förster steht immer noch da unten. Ich weiß nicht, was der tut, der Kerl, ne? Ich habe keine Ahnung. Ob der da unten in der Ecke eine Freundin hat? Die Vogelscheuche oder was? Wer weiß, Junge. Kürbiskopftante oder so. Das ist mich auch hier, solange der uns in Ruhe lässt. Ja. Obwohl, ich habe den jetzt das hier die Tage mal auf dem Markt gesehen. Der war schrecklich gut gelaunt, ne? Also Ja, hier. richtig schrecklich. Ist schon so ein. Na, wie nennt man das? Ja, Stimmungsschwankungen, ne? Ja, war vom Allerfeinsten, dieser. Ja. Wechseljahre. Und Ja, nein, so langsam dürfen wir. ihr braucht jetzt nicht in die Comments zu schreiben, dass Wechseljahre eher auf die Frau betroffen ist. Nein. Wissen wir. Wissen wir. Hui! Bisschen Lex habe ich noch, ne? Also der Cache ist noch nicht ganz voll geladen. Ja gut, hier unten in der Ecke warst du ja noch nicht, ne? Ne, hier unten. Aber dafür habe ich ziemlich wenig Lex, also. So, Augen zu. Augen auf. Ui. Ja, nice. Damit kann man da Der sah aus arbeiten, wie im oder? Katalog, wa? Also der Auf sah besser jeden aus. Fall. Ja. Ja, damit kann man ab. Voll. Also wer damit nicht arbeiten kann, ist gut. Die Spuren im Acker, die werden natürlich dementsprechend sein, ne? Aber damit müssen wir leben. Ja, gut. Ja, ist ja gut hier. Also. Ordentlich Opa auch. Ja, aber los hier. Dann bleibt mal dran. Was zieht die Karre weg? Ja, 60, Junge. Ich dachte, schaffe Alter, guck dir das Schiff mal an. Und dann 60. Mach 63. Ich lache. Soll ich mal auf die Bremse treten? Wenn du unter die hinteren Pellen kommst, ne? Ja, das war er dann, glaube ich. Also, dann hatte der Golf mal einen Motorblock. Ja, ich denke mal, ich fange dann direkt mal flott an mit unserem neuen Geschoss hier die Felder eben zu düngen. Ja, ich zeige unseren Zuschauern dann mal eben hier, wo die schon angefangen haben mit der Baustelle, mit der Absperrungen und alles. Ja, da fahre ich ja quasi beim Düngen dran vorbei. Ja, siehst du, also können wir da direkt zusammen hochfahren. Boah, ich fange dann in der Ecke an, nicht geben, muss nur eben am Hof auffüllen. Alter, aber das Ding rührt, ne? Aber schöne moderne Technik drin. Ein großes GPS-Display drin. So, dann fange ich gleich, Feld 25 war das, ne? Ja. Alter. Dimensionen einschätzen? Nicht möglich. Schild haben wir stehen lassen, das ist gut. Nicht, dass Mit man nachher. Weiter sehen, ne, würde ich sagen. Ja, nicht, dass man dann doch noch Krawall mit irgendeinem kriegen, weil man ein Schild da umsäbeln. Oh ja. Aber Alter, du fühlst dich hier drin wie in einer Schiffsschaukel, ne? Ja, ist gemütlich, oder? Alter, das ist hier bald kein Fahrersitz mehr, das ist schon bald ein Sessel. So, jetzt hat er hier geparkt. Gut, musst du gleich aufpassen hier. Der Minibagger, den haben die hier. Ja, ich weiß nicht, macht der Päuschen oder so? Ich hab keine Ahnung.
Du musst gleich mal nachgucken. Ja, du weißt doch, wie die sind, Baufritzen. Ja, das Schild ist hier umgekippt. Ja, das ist schon Winter. Können die mal gucken, dass die das hier wieder hochpacken. Ja, hat sich einiges getan hier, ne? Also. Ja. Am Vermessen sind die auch schon ordentlich. Oh. Wartest du da unten? Weil ich denke mal, du willst das auch mal sehen in voller Pracht. Ja. Yeah. Machst du Feld 20, oder? Jawohl, ja, mache ich zuerst. Ich sag ja, die Fahrspuren, die werden nur dementsprechend in den Felder sein, aber gut, müssen wir halt mit leben. Ja, gut. Ja. Aber die haben die Absperrung schon gut gemacht, also wir haben unser, du dürftest hier auch. Ja, ich bin jetzt gleich full. Fuel. 6200 Liter Flüssigdünger. Und das Ding zieht von Fleck, als wäre leer. Ja, das ist schon heftig. Aber da steht der Bagger. Ja, da komme ich drum herum. Ja, Jungs und Mädels. Oh, ja, das könnte man auch intelligenter aufstellen, aber... Wie sagt man so, das Shit da unten drauf, wa? Ja. Ja, wir dürfen hier drauf, ist ja unser Land hier. Ich kann mal gucken. Passt aber. Ja, so wie die pustet hat, ne? Die Nacht, also das ist gut, was? Ja. Wie gibt hier bei der Herrschaft? Alter! Ich fahr rein. Ort hält sich aber in Grenzen. Also ich sehe nicht, dass da irgendwie was platt fährt hinter mir. Das überrascht mich jetzt doch sehr bei der Auflagefläche der Reifen. Okay. Na jo. Es ist wie es ist, ne? Ja, natürlich, natürlich. Boah. Ja, die Ampel hat sie aber mitgenommen, kann das? Ich glaube ja. Ich sag mal so, bei 33 Metern kann man schon mal den Überblick verlieren? Ja. Aber ich glaube, das hier ist eher so ein Acker, den machen wir mit der kleinen Spritze demnächst wieder. Ja. Hab ich drin, dann packe ich den Jolf mal hier als gutes Schmuckstück. Ja, parken mal. Und dann weitermachen. Damit wir da fertig werden. Sonst hängen wir wieder so spät dran wie das letzte Mal, ne? Ja gut, mit dem Mais werden wir trotzdem relativ spät sein. Ich will nichts sagen, ne? Aber die haben einen so ein Messapparillo direkt bei uns im Feld gestellt, ne? Nee, gar kein Messapparillo. Die haben Scheinwerfer bei uns ins Feld gestellt. Sind die bescheuert? Scheinwerfer rein. Ja, jetzt ich sehe es von hier unten, ich sehe es. Ah, Gott. Dann werde ich mir jetzt mal ganz elegant gleich mal von der Seite antitschen. Ja. Die sollen dann nicht unser Feld ausleuchten? Oder haben die gedacht, das gehört noch dazu, soll mitgebaut werden? Ich habe keine Ahnung, was in den ihr Köpfchen vorgeht. Das ist. Also, das ist mir jetzt zu hoch. Und drehen. Aber ich muss sagen, er fährt sich erstaunlich gut. Für die Größe und alles. Mhm. Er ist auch schön ruhig, also Kabine ist ordentlich isoliert. Man hat trotzdem freie Blicke. Das ist schon mal gut, ey. Na, ich bin über die Lampe drüber gekommen. Hab's nicht umgenietet. So. Nein, das machst du mir hier aber nicht noch. Oh ja, die Ampel, die habe ich umgenockt. Ups. Jetzt nur nicht in den Bagger reinfahren. Das wäre teuer. Und dass man mal so ein Schild platt fährt, das ist ja. Müssen die Leute leben mit. Denke ich mal.
Ne, Schwad-Außengewände fahre ich jetzt so. Bleibt uns bei dem Feld auch gar nichts anderes über. Das ist so schief und scheel hier, also. Ich glaube, ich habe ein Stoppschild doch umgenockt. Ne, steht noch. Okay. Wäre aber fast bei der Tante Emperor immer in den Baum gefahren. Da muss er aber auch nicht machen. Ja, Entschuldigung, ich muss mich an das Maschinchen gewöhnen. Die telefonische Einweisung, die wir vorab gekriegt haben, war ja auch so super. Ja, setzt du dich rein, drehst den Schlüssel, fährst du los. Wo ich mir auch dachte. Ja, der Mann, oder? Wo ich mir auch dachte. Danke. Die Einweisung hätte ich mir auch selbst geben können. Mit unseren Tierchen. Ja, die dürften eigentlich noch zufrieden sein. Yep, die jammern nicht rum. Ja, ich denke, Montag gibt Kühe, wa? Würde ich mal sagen. Ja. Fahren wir die Viecher holen. Ja. Ein endlicher Zeit für die Kühe. Dann sollten wir uns vielleicht überlegen, ob wir noch zwei Wasserfässer anschaffen, die was mehr packen und die an der Tröge stehen lassen, weißt du? Ja. Ja, sonst haben wir zu viel Hin- und Herfahrerei. Richtig. Und so brauchen wir dann nur mit dem Trecker die Tröge abklappern, reinlaufen lassen und weiter. Gut, wenn ich komme dir ja gerade intelligenterweise entgegen, dann klappe ich dann gleich mal kurz zusammen, dass du durchfahren kannst. Ja, das ist aber lieb von dir. Ich sag mal so, ich stehe jetzt nicht so nah am Rand, dass ich keinen Platz machen könnte. Hat aber eine lustige Hupe, der Teil. Schaffst du, ne? Ja, schaffst du doch so gerade, oder? Ja, aber ey, also ganz knapp hier, ganz heißes Pflaster. Habe ich mir schon gedacht. Schön gedüngter Boden, du. Fühlt die Maispflanze sich auch direkt mal wohl. Obwohl, ist ja Mais. Da müsste man eigentlich, wenn es soweit ist, auch mal eine Fuhre Gülle draufbringen, ne? Wenn es anfängt zu sparießen. Ja, könnten wir machen. Ja, sollten wir tun. Ah, damit die nochmal einen richtigen Potenzschub kriegen. Wenn es dann soweit ist. Ja, mich stören die Bäume hier noch so ein bisschen, ne? Das ist also... Den Förster mal anklatschen, ob man die nicht fachgerecht in den Wald schmeißen dürfen. Ja. Was sind dahinter? Ich denke nicht, dass die so groß sind, dass die bei Tante Hedwig auf einmal auf dem Rasen liegen. Müssen ja nicht alle weg. Nö, die erste Reihe reicht ja. Ja. Einfach rückwärts reinfallen lassen und erledigt ist die Geschichte. Aber ich habe keine Lust mehr, dir entgegenzukommen. Ich komme jetzt runter, dann fahre ich rauf runter. Ich komme angeschmettert. Junger Mann, würden Sie mal fahren? Ja, einen Moment.
Oieski. Ne. Was denn? Oh, ich mach das jetzt so. So. Ja. 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 Ah, jetzt aber. Geben, ja. Ja, nett, ne? Ah, ziehst mal jetzt weg. Hey, mach doch nicht diesen mit mir. Was der mit mir macht, ne? Ich seh's. Boah. Das ist auch wieder, das ist so eine Expertenfolge hier, wa? Geil. Geil. Ja, das ist heute wieder so eine Eimer mit Profis-Folge, echt. Nee, das Glück habe ich nicht. Junge, 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 Junge. Das Glück habe ich nicht, du. Wolltest du jetzt rauf runterfahren, oder? Ja, hab ich vor. Blöd. Ich tu dasselbe. Ah, komm ruhig, komm ruhig. Ja, lass mich hier erstmal, dass ich die eine Bahn da mitnehmen kann. Komm, put, 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 put. Aber schönes Ding, du, schönes Ding. Ja, also. Ich freue mich, dass man bestellt haben, nur. Da kriegst du auf jeden Fall was mit getan, ne? Ah, guck mal, 33 Meter. Also ich fahre jetzt 5 Mal über das Feld, dann ist. Ist das empty. Mit der kleinen Spritze wäre ich jetzt vielleicht rumgekommen und müsste nachtanken gehen. Gut, ist zwar in Anführungsstrichen nur eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 Stundenkilometern, aber die tut es. Ja, aber da nimmst du die Geschwindigkeit mit dem Verbrauch, aber du kommst damit immer noch besser weg, wie mit einer kleinen, ne? Ja. Und beim Drehen muss ich immer darauf achten im Moment, dass ich nicht zu nah außen bin. Ja, überleg mal, das sind 31,5 Meter in jede Richtung. Quatsch, 31,5 sag ich schon. Was laber ich für einen Müll? Um die 16 Meter in jede Richtung. Na, rechnet der mir das über GPS vielleicht anders, wenn ich anders fahre? Du kannst so ein GPS hier einstellen, wie du lustig bist. Ja, das wird eine, ich stelle mein GPS runter ein, ich stelle. Oh, wie, Marie. Hallo. Ja, das sieht schon besser aus hier. Ja. Ist nicht so deins heute, ne? Ne. Und heute ist nicht so, Ach ja, jetzt mache ich das auch noch auf. Ah, macht euch nichts draus, kann nur besser werden. Hoffen wir doch. Ach, spätestens wenn du im Häcksler sitzt, dann fühlst du dich wieder pudelwohl. Spätestens dann. Willst du von dem Gerät noch ein Foto machen für dein Erinnerungsalbum? Ja. Gleich bitte. Ja. Werde ich. Ach ne, weißt du, platziere ich mir später auf den Hof und dann mache ich dann ein Bildchen. Ja. Mach ich so. Kannst du machen, wie du lustig. Piep, piep, piep. Nix? Kein piep, piep, piep? Hast du keine Lust auf piep, piep, piep? Warum? Bist du wieder Dummheiten am Machen hier, mein Freund? Du machst dir sowas nicht. Pass auf, ich komm, ich komm, ich komm.
Tun wir mal so, als hätte ich dich gesehen, ja? Ja. Ich weiß, das war knapp, das weiß ich. Verdammt knapp. Ja. Hättest du mal deine Hand dazwischen versuchen können zu stecken, du. Wäre die Matsche Pampe. Ich glaube, wenn ich das Ende von dem Gestänge mit Schwung trifft. Ah, das merkst du. Das merkst du auch ein paar Tage später noch. Ja, so wie ich meinen Finger merke. Scheiße, schnell Verschluss da, ey. Boah. Was legst du dich doch damit an? Voll da rein. Keiner damit gerechnet, dass es so weit kommt. Aber ist egal, wenn das zu viel wird unterm Fingernagel, dann bohrst du da mit dem Akkubohrer ein Loch rein, Ende. Ja, klar. Ob ich jetzt zum Arzt gehe und das bei dem machen lasse, weißt du, oder? Ja, jo, du brauchst jetzt keinen 8er Bohrer nehmen, ne? Nee. Ein 10er tut es auch. Soll ich dir helfen? Ich glaube, das wird nichts, weil du nimmst mir den ganzen Finger ab. Nur aus Spaß an der Freude. Ja, könnte sein. Ja, jetzt hat der mir mal eben 2 Bahnen übersprungen. Das sind, ist immer. Ja. Sind wir nicht alle ein bisschen sadistisch? Ja. Der eine mehr, der andere weniger. Und wir zwei ganz viel. Nein, ich hätte nur einen 2mm Bohrer genommen oder sowas. Ja. Schlagbohrer und gib ihm. Die gilt die oder was? Nö, ein einfacher handelsüblicher Schlagbohrer, jetzt hält da an. Der kommt auch durch deinen Knochen. Ja. Also wie ich das anfühle, ist da gar kein Knochen mehr. Knochenmatsch. Hör auf, du, sonst werden die Zuschauer noch grün, du. Ja. Für uns beide mag sowas ja normal sein, solche Gesprächsabläufe, aber ich habe mir sagen lassen, sie sind es nicht. Nein. Also meine Psychologin sagt auch immer, das ist aber nicht normal bei Ihnen, ne? Hör mal, den Satz kenne ich von meiner. Da habe ich sie angeguckt. Ich so, hören Sie mal, das ist nicht normal, dass ich sowas von Ihnen höre. Sie sind meine Psychologin. Sie wollen mir helfen. Sie sollten mich aufbauen. Und nicht jetzt schon verzweifeln. Echte. Wäre schön. Aber komisch, das sagt meine auch zwischendurch zu mir. Wie kommt das? Ja, ich habe keine Ahnung. Ne? Oder kennst du diesen Spruch, damit sollten sie zum Arzt gehen. Tun sie aber sowieso nicht. Ja. Ich glaube, sowas habe ich schon mal gehört. Den Spruch finde ich auch total geil. So. Kühe, Webseite. Ich glaube, das Feld mache ich dann morgen weiter, weil gleich ist unsere Zeit auch schon wieder um. Und ich muss früh Hayabubu, weil morgen Arbeit. Ja, für mich fängt auch früh daran. Ich fahre jetzt nur noch das Koloss zurück. Versuch den irgendwo hinzustellen. Alter, ohne Scheiß, du fühlst dich doch wie eine Schiffsschaukel, wenn du über den Hubbel fährst. Mist. Schon wieder? Ich hab diesen komischen. Hier diesen komischen Arm ausgefahren. Mist. Y. Y? Okay, ich weiß nicht, wie teils kann ich die. Ah, so gut. Spurreißer. Ja, genau. Ich wusste doch, ich hab das schon mal gehört. Ja. Oh, ein Kack, du Wächt, ey. Manchmal ist das. Belastend. Nein, eigentlich nicht, aber. Amüsant. Ja. Mal, ja. Ich bin ja auch erst 15 oder 16 Folgen LS am Spielen. Schnell Crashkurs von dir. Ja. Betonen Sie auf Crashkurs. So wie du fährst. Ich habe dir mal irgendwo hingestellt. Ich hoffe, es reicht für das Album. Weil. Kamerateam will los, ich muss los, du musst los, alle müssen los. Ja. Gut. Dann verabschiede ich mich von euch. Ihr wisst, was ihr tun müsst.
um uns weiter zu sehen. In der Nase bohren. Ja. Nein. Ich pack mich mal am Grill. Ja, ich verabschiede mich von euch, wünsche euch noch eine angenehme Zeit. Bis dann, tschüssi. Tschüss.